Es ist wieder soweit. Gummi versus Real, nur ohne Gummi. Schoko versus Real. Bisher kennt ihr von uns nur Gummi versus Real. Wir haben die ganze Gummiabteilung abgegrast. Jetzt sind wir bei der Schokolade angekommen. Heute haben sich die Regeln verändert. Wir ziehen Zettelchen. Real oder Schoko? Und das Glück entscheidet. Gibt's noch ein bisschen eine kleine Änderung? Das ist nicht alles zum Essen. Wer bekommt die Schoko und wer die Real-Variante? Ich feiere hier eine kleine Party. Und erwartet Schokolade! Lasst ihr Video super gern einen Daumen nach oben da. Ziehen wir die erste Kategorie. Ja! In Runde 1 geht es um Nagellack. Schoko versus Real. Da hätte ich schon ganz gern die Schoko-Version. Und ich bin gerade im Gel-Lack-Fieber und ich habe gerade erfunden, dass das gewonnene Set ein Gel-Lack-Set ist. Würde ich mich jetzt schon ziemlich freuen. Hä, so haben wir es nie gemacht. Ups, ich muss es nur kurz durchmischen. Du hast eigentlich alle Tassen im Schrank. Was willst du? Ich nehme, bam, bam, bam. Okay, gleichzeitig? Bitte, lieber Gott, Real. Schoko! Das fängt ja super an. Ich habe gut gezogen. Muss die Schoko nur noch gut schmecken. Das sind sie, die Nagellacker Schokolade. Wer hat das schon mal von euch gesehen? Ich auch nicht. Hellrosa, pink und rot. Schmecken bestimmt alle gleich, oder? Das ist mein Gewinn. Während du deine Schokolade genießt, bin ich einfach nur happy. Das ist so ein süßes Set mit so Mini-Nagellacken mit verschiedensten Topcoats. Da ist so Glitzer und Sprinkles, everything. Rosa schmeckt schon mal gut, pink ist dran. Schmeckt genau gleich. Ich habe mir eine ziemlich verrückte Kombi überlegt. Ich mache Glitzer auf den hier und auf die hellblauen mache ich matt, so Velour heißt das. Ich bin aber gespannt, wie das gleich aussehen wird. Das ist eine neu erfundene Kreation, Leute. Das wird wahrscheinlich erst matt, wenn ich es trockne. Ein bisschen Schokolade gefällig? Du kriegst auch Schokokollaps. Hä, aber ich kann nichts mehr was dafür. Rot schmeckt auch gleich. Fertig. Tada! Ich bin nicht so der Fan von mattem Nagellack irgendwie. Das Matt sieht irgendwie komisch aus, ne? Aber das Glitzi-Flitzi finde ich toll. Guck mal. Schoki, Schoki, Schoki! Are you ready? Wir sitzen hier im Auto am Parkplatz vom Einkaufscenter und es geht um... eine Tasche. Bekommt man die echte Tasche, die man sich aussuchen kann, von allen Taschen, die es in diesem Einkaufszentrum gibt? Von 1 Euro bis hoch zu... 1000 Euro? Keine Ahnung. Oder ich esse hier gleich meine Schokotasche auf. Ich hätte schon gerne, dass du einfach mal viel Geld für mich ausgeben musst, weil... haha, lustig. Ich nehme schon die echte Tasche. Ich bekomme noch genug Schokolade in diesem Video. Aber ich brauche halt gar nicht so eine teure Tasche. Barablöse möglich? Nein. Hä? Sieht voll nicht aus wie Schokolade. Vielleicht sollten wir einfach mal ziehen. Das. Okidoki. Gleichzeitig? 1, 2, 3. Real! Schoko! Das wird teuer. Ich suche mir jetzt eine Tasche aus. Bye, bye. Bye, bye. Vicky freut sich so, dass das Auto wackelt. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? Ich bin im Paradies. Die ist ja schon mal irgendwie cute, oder? Können wir mal auf den Preis gucken vielleicht? Keine Sorge, 26 Euro. Okay, das habe ich gerade noch. Da finde ich noch was Besseres. Guck mal, die ist von Flora. Die kostet 34 Euro. Das sind so viele, ich werde mich nie entscheiden können. Wir brauchen noch ein Stündchen. Oh, ich glaube, ich bin auch fündig geworden. In der Haarabteilung. Hier gibt es ja lustige Taschen. Oh, aber das Bämsel ist süß. Hey Vicky, das sieht ganz nach dir aus. Ich nehme das. Für dein Handy. Ich habe hier eine Tasche aus Stroh für ganze 80 Euro gefunden. Soll ich sie nehmen? Das wäre schon fies, oder? Aber sie ist sogar schön, finde ich. Ich finde sie auch cool, nämlich. Naja, das musst du dann wohl bezahlen. Da Vicky ja jetzt ihre Tasche gefunden hat. Mahlzeit. Ding, ding, ding. Schmeckt gut, so eine Tasche. Magst du ein bisschen? Nee! Ich weiß genau, was ich will. Stopp! Hier müssen noch Zettel gezogen werden. Es geht um keinen Elefanten, sondern um eine Torte. Und es ist die Elefantentorte. Bitte, Brötchen. Gegen eine Torte aus Schokolade. Und ganz ehrlich, ich will einfach nur das. Nein! Stopp mal, wir haben hier ein Messer. Also pass auf. Ich kann mit meiner Torte dann so essen, wie ich möchte. Ich werde es nicht akzeptieren, wenn ich verliere. Hallo! Ich tue schon mal auf meine Gabel. Das ist unglaublich, das sind solche Regelverstöße. Normalerweise müssten wir jetzt abbrechen und ich bekomme die Torte. Das ist für mich. Schmeckt auch, oder? Da steht Happy Birthday. Ich habe nicht mal Geburtstag.
ohne dass sie sich ein Stück runterschneidet. Die hat sie nicht mehr alle. Das ist mein Stück. Also ich glaube, da steht, es ist für 8 Leute, dieses Stück. Ich werde es mit meiner Mama teilen. Wie kann man so ein Mensch sein? Ich bin voll nett. Ja, und ich? Ich rufe sie gleich an und komme nicht vorbei. Ich mag gar keine Schokolade. Ich mag wenigstens so Gummi. Eine Lüge. Das ist die Wahrheit. Ich mag viel lieber Gummibärchen. Also bei Gummi vs. Real war es noch okay für mich. Aber bei Schoko vs. Real bin ich einfach nicht einverstanden. Es war noch ein Geschenk dabei. Mein Geschenk. Es ist sauer. Oh. Also ich feiere hier eine kleine Party. Benjamin und ich. Kann jemand den Song? Töre. Das sind Bibi und Tina. Und Amadeus und Sabrina. Falsche Sendung. Ich hätte bitte gern eine Rose. Passt so, danke. Wir haben eine Rose. Und eine Rose. Was hättest du lieber? Ich habe schon so viel Schokolade gegessen. Also ich habe Bock auf ein bisschen Schokolade. Ich zieh. Du kannst dich selbst mischen und selbst ziehen. Okay, du ziehst. Ah. Das war Beeinflussung, ich will das andere. Schoki! Real! Seht ihr, die wollte mir wieder die Schoko unterschieben. Nein, ich wollte jetzt Schokolade haben. Schokorose. Eine Schokoladenrose. Ich habe eine wunderschöne echte Rose. Was machst du jetzt mit deiner echten Rose? Verschenkst du die oder? Hä? Habe ich sie nicht verdient oder was? Guckt mal. Tada! Eine braune Rose. Oh, das ist es. Die wiegt sehr wenig. Ich glaube, die ist leer innen. Echt? Hol! Hä? Das ist voll mies, Leute. Betrug! Lecker. Und dahin ist die meine Rose. Bitte die Zettelchen. Dim, 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 dim. Nächste Runde. Halt, stopp! Es hat ein Gesicht. Es hat ein Gesicht und es hat meine Farbe. Wenn ich das nicht bekomme, war es vorbei. Ah! Ups, du hast ja nicht mehr alle. Eine Tonne Kampfgewicht, so auf mich draufgefahren. Oh. Oberschenkelhalsbruch. Du weißt nicht mehr, wo dein Oberschenkelhals ist? Doch, bestimmt hier oben irgendwo. Also mit zurückschicken ist schon mal nichts mehr. Es geht um einen Controller. Er ist rosa. Oh mein Gott. Ich finde das... Oh mein Gott, das ist ein Gesicht. Das ist ja ein Bärchen. Ja. Das ist schon super süß, aber ich spiele halt nie. Doch, wir spielen einmal im Jahr Mario Kart. Ja, und ich gucke meistens zu. Aber jetzt haben wir 4 Controller, jetzt darfst du auch mal mitspielen. Das Problem ist, ich bin nicht so gut im Verlieren. Und sie gewinnt immer. Nein, ich finde, du bist mittlerweile auch sehr gut. Du hast so locker 10 Jahre Erfahrung. Ja, habe ich. Man muss immer die Bikes nehmen, weil mit denen kann man driften. Und noch irgendeine Regel gibt's. Oh, ich hab sie vergessen. Driften ist wichtig. Wo ist die Schoko eigentlich? Hat halt kein Gesicht. Schoko. Real! It's my day. Ich habe ihn aber auch verdient. Ich gönn's ihr. Danke. Aber ich spiele sicher nicht mit dir. Ich habe noch einen. Wartet mal. Die Leute denken, ich bin verrückt. Aber das ist egal. Der ist aber nicht so süß. Ich weiß. Das hier ist mein erster. Hops. Der hat nur Ohren. Der hat kein Gesicht. Das ist ab jetzt mein Glückscontroller. Oh. Bist du schon ein bisschen hungrig? Ja, also satt werde ich von meinen ganzen Sachen hier nicht. Andere Frage. Ist dir schon ein bisschen schlecht? Nicht normal. Ich kann nichts dafür. Ja, aber ich kenne niemanden, der so viel Schokolade essen kann wie du. Ich esse jetzt 3 Wochen keine Schokolade. Und ich muss noch was zeigen. Ich habe mir hier einen Obstteller zum Ausgleich gemacht. Alibi-Obst. Neidisch? Darf ich was von deinem Obst? Nein! Ich gehe jetzt Mario Kart spielen und dann meine Fähigkeiten weiter trainieren. Das hier ist eine sehr interessante Schokomischung. Es geht um ein waschechtes Pferd. Entweder ein Schokopferd oder ein echtes Pferd. Ich muss dich enttäuschen, du bekommst kein Pferd. Es geht leider um kein echtes Pferd, sondern nur um den Pferdeladen. Wir fahren gleich zu dem Pferdeladen. Ein Fachbedarfsshop für Pferdebedürfnisse? Oder so ähnlich. Einer von uns beiden wird gleich im Auto sitzen bleiben und Schokolade naschen. Und der andere darf sich im Pferdeladen bedienen. So viel man will? 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. 5 Schokolädchen und 5 Sachen. Du darfst ziehen. Ich will einfach immer Real, weil ich weiß, sonst muss ich bezahlen. Schoko! Real! Okay, raus mit dir. Ich fange schon Essen an. Wird es dir schon langsam ein bisschen schlecht von der ganzen Schokolade? Ich frage nur so am Rande. Tschüss! Bleib bei mir. Lecker. Oh, ich hätte auch keine Schokolade. Verzieh dich! Oh. Na gut, mach die Tür zu. Entschuldigung!